Hallo miteinander und willkommen zurück zu Disciples Liberation im Turm von Mysrael. Ach guck mal, da ist sogar schon perfekt. Ein Klassenzimmer, das erinnert mich an den Hof, den ich in der Kirche des heiligen Dartschall gehalten habe. Ich ging in Mutter Johannes Klasse, da war es ziemlich ähnlich. Okay. Also jetzt kommt der Endkampf hier, ja. Offensichtlich. Sonst gibt es da keinen Brunnen. Oh oh. Ich glaube, sie will den Typ töten hier. Nachdem du den Turm von Mysrael entklommen hast, stellst du schockiert fest, dass sich der Imperator auf seiner Spitze aufhält. Doch er ist nicht allein. Imperator, ihr seid am Leben. Eure Garde wurde angegriffen. Ich kann es erklären, ich... Und ihr? Ihr seid Katanira. Der königliche Gardist hat mir von euch erzählt, bevor er starb. Oh, du bist beeindruckend. Ich verstehe, warum der Imperator so von dir angetan ist. Demosthenes ist nur eine Marionette. Ich halte die Fäden in der Hand. Sag es ihr. Es ist wahr, aber ich dachte, wir könnten diesen Krieg beenden, dass wir... Still, alter Mann! Ich bin die oberste Herrscherin des Schleiers und der Kirche des Hohen Vaters. Ich bringe das Licht aus dem Schatten hervor, die er wirft. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich will antworten, und zwar jetzt. Sonst werde ich diesen ganzen Turm niederreißen, so wahr mir der Hohe Vater helfe. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet, Nephilim. Ich will, dass er lange anhält. Warum wurde ich herberufen? Ich mag es nicht, wenn man mit mir spielt, Katanira. Sagt mir den wahren Grund, aus dem ich hierher gerufen wurde. Es war kein Spiel. Der Imperator glaubte wirklich, er könne unbemerkt den Frieden planen. Es hatte für mich keine Bedeutung, bis du kamst. Dann wurde sein geheimer Plan sehr interessant für mich. Okay, hast du wirklich um den Frieden verhandelt? Ich kam, weil ich glaube, dass Frieden der erste Schritt in eine bessere Zukunft ist. Die Verhandlungen waren zum Scheitern verdammt. Denn Frieden kann nur durch den Hohen Vater erlangt werden. Und der Hohe Vater verlangt Reinheit. Genau genommen verlangt er überhaupt nichts. Allein mit einem Elf zu sprechen, ist ein Affront gegen sein heiliges Licht. Wer bist du überhaupt? Den Titel Oberste Herrscherin gibt es nicht. Und der einzige Anführer des Schleiers ist der Inquisitor-Regent. Du brauchst nur zu wissen, dass ich der Schleier bin. Ich bin die Kirche des Hohen Vaters. Und bald werde ich das Imperium sein. Ja, mit dir ist alles ganz klar. Woher kennst du den Imperator? Der Imperator hat euch nicht erwähnt. Ich habe ihn gut ausgebildet. Hat er erwähnt, dass ich ihn aufnahm, als seine Mutter starb? Dass ich ihn die Schrift lehrte und seine neue Familie wurde? Hat er erzählt, dass ich es war, die seinen Vater getötet hat, damit er den Thron besteigen konnte? Wohl eher nicht. Ich habe genug gehört. Genug geredet. Es gibt noch so vieles mehr, was du nicht weißt, Kind des Eisens und des Himmels. An dem Tag, als dein Vater starb, habe ich die Soldaten zu dir geführt. Erkennst du mich nicht? Plötzlich läuft es dir kalt den Rücken hinunter. Ich war es, die dich beauftragte, Sebastian in der Kirche des heiligen Dachel zu töten. Beseitige den Ungläubigen und finde den Nephilim. So war der Plan. Unmöglich. Durch euch haben wir Ilian entdeckt? Als ich dich gefunden hatte, musste ich deine wahre Natur wecken. Deshalb erweckte ich Veran auf dem Schlachtfeld und offenbarte somit den Weg zur Stadt der gottlosen Engel. Ihr? Meine Generäle sagten mir, es sei Mortes gewesen oder der Engel habe sich wegen der Befreierin erhoben. Das kostete Tausende von Leben. All das nur, um mich zu bekommen? Sei nicht albern. Du bist nur ein kleines Teilchen in einem sehr, sehr großen Spiel. Es hat Jahrtausende gedauert, aber jetzt sind wir nur noch Atemzüge vom Ziel entfernt. Was? So wie Demosthenes. So wie das Imperium selbst. Katanira legt dem Imperator flink die Hände um die Kehle
und schlitzt ihm mit einer versteckten Klinge den Hals auf. Blut spritzt aus der jenen Wunde. Vom Leuchtfeuer der Hoffnung muss der letzte Imperator fallen. Imperator Demosthenes sieht dich an. Tränen strömen ihm über die Wangen. Als Katanira ihn zum Fenster des Turms zerrt, scheint er sagen zu wollen, es tut mir leid. Es ist zu spät. Katanira stößt Imperator Demosthenes vom Rand des Turms. Du versuchst noch, ihn zu halten, bist aber nicht schnell genug. Das Volk schaut entsetzt auf. Du hörst, wie es nach Luft schnappt. Und dann die Rufe. Attentäterin, Mörderin, du bist gemeint. Der Imperator ist tot. Das Imperium wird mit ihm sterben. Und das Volk gibt dir die Schuld. Ja, sehr convenient, wie wir da standen, ne? Mit der ausgestreckten Hand. Ja, du drehst dich zurück zu Katanira, doch sie ist schon fort. Gefolge allerdings nicht. Na, großartig. Ja, das war jetzt wieder ein bisschen so, ja, ist klar, ne? Haben wir uns selbst in diese... Ja, ich will nicht überreden, ja, das ist... Ich weiß, storytechnisch muss das natürlich so sein, aber ja. Ich hätte mich da jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den Balkon rausgestellt, ne? Ach ja. So, keine Attentäter und Angriff von allen Seiten, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Unsere Leoparden können auf jeden Fall... Oh Gott, wo denn zuerst hin? Mit den Leoparden, ne, wir können die nicht umzingeln. Aber wir können eh nur in die Richtung. Ja, geh du dahin. Ja, ma. Das ist gar nicht schlecht, da können wir hier unten mal direkt die Heilerin ordentlich unter Druck setzen. Du gehst mal darüber. Machst eine ähnliche Variante hier unten. So. Jetzt die Frage, ob ich, wenn ich mit Abi hier hingehe, doch das... Los geht's! Reicht das? Das reicht nicht, aber ich kann ihn angreifen. Feuer! Die lebt immer noch, das gibt's doch nicht. Ich bin deine persönliche. Zumindest der stirbt mal. Die vier Himmel warten. So. Du gehst dahin. Der Feind wird meine Pfeile treffen. Gilead! Versuchen wir erstmal die rechte Seite zu killen. Das dürfte hier die beste Idee sein. Die ich können wir mal da oben festhalten. Zielen und schießen. Ne? Heute stirbst du. Spüre seinen Zorn. Au. Mau. Ich rufe seinen heiligen Zorn. Ja, klappt ja soweit so gut. Unsere schwächliche Linie bleibt stehen. Das war der Rachschlag des Todes. Die war doch nicht dran. Bei deiner Gunst und deinem Zorn. Kriegst du das hin? Ja. Gut, konnte die schon mal nicht mehr heilen. Sehr schön. Oger des Lichts. Oder so? Ist das wirklich so eine Lichtwelle? Naja, Hugels Licht klingt fast besser. Schmerz wird ein Lohn. Eine Rüstung. Der Zorn begleitet mich. Ah ja, und der Typ. Ich werde nicht abweichen. Mutter Mana, wäre von ihnen. Ja, okay. Die heilt sich erstmal selbst. Ja, und natürlich die Leute aus dem Off auch noch. Mal die Heile auszuschalten und komm mal hier in die Richtung. Brauche Deckung. Damit du nicht von denen. Ah, verspottet, klar. Kein Problem. Hau einfach zu. Das ist immer nur die richtigen. So. Ist da irgendjemand in richtiger Reichweite? Nicht wirklich. Du wirst mir noch dienen. Dann greifen wir
dich oder dich an dich. So, selbe Spiel hier unten. Sieg oder Tod. Na, greif eher mal an, das ist okay. Sie hat den eigenen Typ gekillt, ja, ne? No problemo. Ich gehe schon. Ey, wie ehrlich, kurz diesen Caster hier hinten hoffentlich. Zu dicht, du Narr. So, ist eigentlich egal, wen, ne? Meine Pfeile sind wirklich. Machen wir es so? Ich werde deine Überreste verbrennen. Zack, sehr schön. Hat nicht ganz gereicht. Er wird dich verbrennen. Licht wird deine Seele. Weg mit dem Heal. Spür dein Zorn. Ein verzweifelter Paladin, der jetzt stirbt. Ich werde dich zermalmen. Ja, tatsächlich bringt uns hier unser Kettenblitz gerade nicht viel. Au. Tschüss, hör auf, wen fokussen wir denn jetzt? Der wird sich eh regenerieren fürs Erste. Ach so, richtig. Und wir kriegen ja jetzt mal erstmal was zurück. Kannst du brüllen, verängstigen? Ja. Machen wir erstmal die Paladinin platt hier. Oder Rächerin. Langsam und geschwächt. Und mit gemeinsamer Kraft kriegen wir das hin. Unterwegs. Ich könnte jetzt das hier machen. Ja. Du bist endlich. Machen wir es so, dann können wir nämlich den Rest unserer Angriffe hier oben fokussieren. Das sind immer noch drei Stück. Au. Meine Pfeile sind wirklich. Von sowas lasse ich mich hier nicht aufhalten. Ziehender Angriff. Nein, nein. Hier wird nicht gezerrt. Ich werde als Märtyrerin sterben. Qualen sind dein Schicksal. Ophidium Mantia. Zwei Stück noch, reicht das? Muss Abstand halten. Freie Schuss. Es dürfte tatsächlich reichen. Außer einer von uns hat so wenig HP, dass er nicht angreifen kann. Doch, das passt. Außer sie trifft nicht. Doch, sie trifft. Gut. Alle sind besiegt. Hervorragend. Wo ist Katanira? Ja, wo ist Katanira? Als der Imperator fiel, hat sie eine Art Portal geöffnet. Es sah so aus wie deins. Uh-oh. Die ganze Zeit lauerte unsere wahre Anführerin im Schatten. Aber warum ist sie jetzt erschienen? Was heißt das für das Imperium? Der Imperator hatte keine Erben, keine Geschwister. Dem Gesetz nach muss das Imperium aufgelöst werden. Es wird Anarchie herrschen. Bevor sie ihn tötete, flüsterte sie eine Beschwörungsformel, die mir irgendwie bekannt vorkam. Und was jetzt? Ich muss meinen Namen reinwaschen. Das ändert nichts. Das ändert nichts. Unsere Pläne bleiben bestehen, ob der Imperator lebt oder tot ist. Vielleicht hat uns Katanira sogar einen Gefallen getan. Ich werde mich sicher bedanken, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Sie wusste so viel über mich und meine Vergangenheit. Ich bin sicher, dass wir uns wiedersehen werden. Ja, das denke ich nämlich auch. Ein schwaches Scheppern steigt den Treppenschacht hinauf. Wachen stürmen den Turm. Mit deiner Geste gibst du deinen Gefährten etwas zu verstehen. Es ist Zeit zum Verschwinden. Verschlossen, so, okay. Klasse, die du für Aviana ausgewählt hast, ist bereit zur Verbesserung. Schöne Klasse. Basierend auf Avianas Klasse erhältst du Zugang zu neuen Fertigkeiten, in den Fertigkeitsbaum Kampf, Nephilim oder Magie. Basierend auf Avianas Klasse steigen auch ihre Grundattribute. Fähigkeiten aus Avianas Klasse erhalten Verbesserungen bei Schaden oder Heilung, Reichweite oder Radius oder eine bessere Dauer für die zugefügten Effekte oder neuen passive Effekte.
Ich stand berüchtigt. Ja, ja, das ist schon okay. Rüstung der königlichen Garde. Rüstung der königlichen Garde? Was? Hä? Wieso kam das jetzt nochmal? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist doch genau dasselbe wie vorher. Ich bin immer noch Fürstin. Was passiert hier? Okay, ist das tatsächlich... Ja. Zieh es an. Oh, nice. Das sieht schon ganz nice aus, ja. Könnten hier schon mal einen epischen legendären Splitter draus machen dann. Ja, ich verteile das jetzt nicht neu, ne? Also nochmal genau gleich. Ich meine, wir können halt hier echt sparen, ja. Wir können darauf verzichten. Stattdessen hier hochgehen und vielleicht ja die Untoten buffen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das mit Absicht auch so, man weiß es nicht, ne? Ist hier noch irgendwas? Ich komme ja auch nicht raus, ne? Ich muss tatsächlich mich unten durchkämpfen. Naja, okay. Also wir verteilen das mal schnell, weil ne, sonst sind ja unsere ganzen Leute viel schwächer. Wir bleiben auch hier weiterhin, weil Magie halt ein bisschen OP ist und so, ne? Deswegen machen wir das nicht. Hand in Hand. Zwielicht macht das auf jeden Fall Galians Gnade. Dann hier Zwielicht macht. So, hier. Genau, das ist die Moral. Das sind die Crits. Ja. So, wir könnten das jetzt so machen, dass wir 30 reinstecken. Tatsächlich. Wäre ja gar nicht so blöd, eigentlich. 2, 3, 4. Jetzt mal 24. Jetzt könnten wir 2, 3, 4, 5. 15 Punkte noch. Jetzt noch ein. Ja, ne, also. Die Untoten oder? Also für uns, so wie ich das jetzt verstehe, wahrscheinlich werden wir uns hier drüben auch für eine Seite entscheiden müssen. Ich finde die. Ich weiß nicht, ich finde die Untoten echt gesagt interessanter als diese Typen hier. Ja, wir können trotzdem einfach rejinxen uns, wenn wir unbedingt wollen. Dass wir das nicht nehmen können. Ah, okay. Jetzt sind wir so eine Hexe. Was? Ich glaube, wir können uns trotzdem noch irgendwie eine Klasse wählen oder sowas. Ist gerade nur irgendwie buggy. Keine Ahnung. Oder ist es halt irgendwie eine Kombo aus zwei Sachen? Ich habe keine Ahnung. Nee. Also, dann haben wir hier genau eine Zange erhöhen. Ja, die Deckung nehmen wir mit. Abgehärtet. Kritische Meisterschaft. Dafür ging er jetzt zur nächsten Auswahlchance mit 30%. Dann sich die durch sie, ja genau, zack. Jetzt haben wir hier den mit. Dann. Aber welche hatten wir denn hier eigentlich? Die vampirische Macht. Dem Aussaugen. So. Ja, wer weiß, vielleicht öffnet sich uns ja doch noch irgendwie irgendwas. Ja, ne, ich denke, für den Moment passt das ja so. Eigentlich müssten wir uns ja zurückziehen, aber ist egal. Ich warte jetzt mal, dass unten uns irgendwelche Bauern jetzt ja auflauern und gegen uns kämpfen wollen. Ja, guck mal, da sind die ersten Bauern. Ich verstehe das einfach nicht. Und dieser Typ im Keller, den müssen wir eigentlich auch noch rausholen. Könnt ihr ja mal kurz runtergehen und hoffen, vielleicht besiegen, ja. Dass wir vielleicht jetzt den Schlüssel irgendwie gefunden haben oder so. Oder wir müssen halt echt nochmal zurückkommen hier, wenn, ja. Wenn wir den Auftrag dazu haben. Kann auch sein. Und hier, oh, ist es offen jetzt.
weggeschlossen in den Gräbern im Turm von Misael findest du Raj, Teil der Bruderschaft der verborgenen Brigade und dein Freund aus Kindertagen. Ori, sieh nicht hin. Raj, nein! Brion stürzt sich auf den Körper und sucht gründlich nach irgendwelchen Anzeichen dafür, dass noch Leben in ihm steckt. Hier kommen die Tränen. Ihm kommen die Tränen. Seine Wangen werden rot. Er beißt die Zähne zusammen. Bitte, Avi, wir müssen denjenigen finden, der das getan hat. Und wir müssen Raj hier rausschaffen. Wir werden seinen Leichnam mitnehmen und das hier aufklären. Keine Sorge, Ori, wir werden herausfinden, wie er gestorben ist. Und dann suchen wir einen Wagen, der in die Niedern unterwegs ist. Ich werde dafür sorgen, dass er sicher zu seiner Familie nach Hause geschickt wird. Brion kämpft weiter gegen die Tränen, größtenteils erfolgreich. Danke, Avi, im Ernst. Was hat Raj in Atelan gemacht? Herauszufinden, was passiert ist, muss ich erst einmal herausfinden, weshalb er hier war. Ein guter Punkt. Ich weiß, dass er zum Schutz von Imperator Demosthenes III. Abgestellt war. Der Imperator war sich sicher, dass ihn jemand umbringen will. Er hatte recht. Doch er hat ganz offensichtlich nicht gewusst, dass es Katanira selbst war. Aber warum ist er gekleidet wie ein imperialer Attentäter? Ich wusste gar nicht, dass Raj ein Attentäter des Imperiums war. Über Generationen hinweg haben sich die Männer meiner Familie alle der verborgenen Brigade angeschlossen. Zumindest alle außer mir. In mancherlei Hinsicht machte das Raj mehr zum Sohn meines Vaters, als ich es je war. Wow, so viel Rang hatten wir noch nie. Eyama, kannst du ihn wiederbeleben? Eyama, wir müssen in die Lage versetzt werden, mit ihm zu sprechen. Wenn es etwas gibt, das du tun kannst, dann tu es. Orion zuckt sofort zusammen, da ihn die Vorstellung stört, doch sein Wunsch, noch ein letztes Mal Rajs Stimme zu hören, ist stärker als jede Furcht davor, dass sein Freund wiedererweckt wird. Auf dem Jungen lastet ein sonderbarer Fluch. Er wird nicht wieder erwachen, aber ich beherrsche das Lauschen, eine Methode, um seine letzten Gedanken zu hören. Du solltest eines wissen. Auch wenn er tot ist, wird das Lauschen für die Seele des Jungen ausgestochen schmerzhaft sein. Ganz egal, wo sie nun ist. Ah, tu es. Wenn Raj seinen Angreifer gesehen hat, müssen wir es tun. Eyama beugt sich über die Leiche und wispert ein leises Lied, um die Gedanken aus dem Verstand des Toten Attentäters hervorzulocken. Die Leiche zuckt und ächzt. Schließlich spricht Eyama, aber mit der Stimme von Raj. Wo ist Ori? Ich erkenne diesen Dolch wieder. Das ist der Uru-Dolch. Halt, halt! Er dachte an mich, bevor er starb. Doch es klingt fast, als hätte er erwartet, dich zu sehen. Und da war etwas, was der Uru-Dolch heißt. Ilmarin, bei dir ist doch etwas faul. Ilmarin, du verhältst dich seltsam, seit wir die Leiche gefunden haben. Sprich mit mir. Das würde ich tun, wenn ich wüsste, was ich da spüre. Nein, das ist es nicht ganz. Was ich spüre ist, dass dieser Junge verflucht wurde, aber dieser Fluch von den Engeln stammte. Das Ding der Unmöglichkeit. Nach Befehl des Imperators suchen? Wenn er wegen des Imperators hier war, muss er einen königlichen Befehl mit sich führen. Vielleicht gibt es darin einen Hinweis. Du suchst zwischen den verschiedenen Dolchen, Giftpfeilen, Schlüsseln und Tränken des Attentäters, bis du fündig wirst. Auf königlichen Beschluss hin seid ihr, Sohn des Arietis, dazu eingeladen, dass euch die höchste Ehre der verborgenen Brigade zuteil wird, euer Leben zum Schutz des Imperators zu geben. Ziemlich standardmäßig. Aber da kommt noch mehr. Viana, die Gefürchtete, trachtet danach, meinem Leben ein Ende zu machen. Es ist an euch und euresgleichen, sie aufzuhalten. Ich? Der Imperator persönlich hat mich zu sich gerufen. Warum sollte er nach Wachen verlangen, die ihn vor mir beschützen? Es sei denn, der königliche Befehl ist eine Fälschung. Ja, suchen wir ihn nach Wunden ab. Zu wissen, wie er gestorben ist, ist genauso wichtig wie das Warum. Du hebst seine Uniformjacke an und entdeckst darunter mehrere Stichwunden. Sie wirken auf schockierende Weise vertraut. Unmöglich. Mein Schädriss hinterlässt Wunden wie diese. Die würde ich überall wiedererkennen. Wer immer ihn getötet hat, wollte es so aussehen lassen, als wäre er von deiner Hand gestorben. Das dürfte ziemlich klar sein bisher. Warum nennst du Raj deinen Bruder? Ich habe nie verstanden, warum du Raj deinen Bruder nanntest. Die verborgene Brigade war eine Bruderschaft. Aufgrund des Ranges meines Vaters wurde ich als Mitglied ehrenhalber betrachtet. Ich wusste nicht, dass Raj nicht mein Bruder ist, bis wir älter waren. Nehmen wir Raj und gehen wir. Sei vorsichtig mit seinem Leichnam. Wir bringen ihn zu dem Planwagen nach Norden.
Sie kommen auf ihren Weg in Dinedan durch Sartoria durch. Sie werden ihn nach Hause bringen, Ori. Danke. Im Namen der verborgenen Brigade, im Namen meines Vaters und meiner Familie und in meinem Namen. Aber was glaubst du, was ihm zugestoßen ist? Ja, jemand wollte ihm mit dem Mord an Rasch in die Schuhe schieben. Sein Mörder hatte vor, mir die Tat in die Schuhe zu schieben. Ich weiß nur nicht, warum. Wir haben uns schon eine Menge Feinde gemacht. Es ist nicht fair, dass Rasch den Preis dafür bezahlen musste. Als du Orion dabei hilfst, Raschs Leichnam für den Transport vorzubereiten, denkst du dir, Orion hat recht. Aber das hat er eigentlich immer. Dinge Raschs Körper zum Planwagen. Okay. Sie müssen erstmal rauskommen, wa? Bestimmt auch noch mehr Aufruhr unterwegs. Das geht sogar. Händler aus dem Norden machen ihre Planwagen fertig, da Atelian evakuiert wird. Orion tritt vor und verhandelt mit ihnen über den Rücktransport von Rashs Leichnam in die Niedern. Sie lassen sich darauf ein und wollen auch keine Bezahlung. Es ist der erste Akt der Güte, den du seit Ewigkeiten gesehen hast. Weißt du, es ist nicht einmal sein Tod, der mich jetzt so beschäftigt. Es ist sein Leben. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit wir noch jung waren. Ich ging einfach davon aus, dass wir uns eines Tages wiedersehen und uns über ein Bier mit unseren Geschichten unterhalten würden. Ich dachte, es wäre noch Zeit, weißt du? Ja, die Schicksalshand ist grausam. Die Schicksalshand quält jeden, Ori. Alles, was wir tun können, ist, das zu akzeptieren. Ich weiß, du hast recht. Aber ich hätte einfach gedacht, dass... Ich weiß nicht. Rasch war wie mein großer Bruder. Ich hatte erwartet, dass er niemals stirbt, weißt du? Orion kehrt zu seinem Pfad zurück, beladen mit der Last der Trauer. Wenn dies doch nur das Ende des Lieds wäre, das er zu ertragen hat. Trauersplitter, Halsabschneiderdolch. Und mehr Fertigkeitspunkte, ha? So, Moment mal. Halsabschneiderdolch. Das ist der hier. Nicht. Wir nehmen schon unser Schwert hier, aber. Ist das seine quasi neue Waffe hier? Ja. Das würde ich schon sagen. Meine Güte. Ja, und du musst eigentlich auch so einen Quitsplitter hier noch mitnehmen. So. Das war das eine. Okay. Gehen wir weiter im Kampf, oder? Ja, vampirische Macht. Sonnenaufgangsfürstin. Okay. Whatever you say. So, wir sind hier echt jetzt dann fertig, ne? Das sind die zwei Sachen, die wir abgegeben haben an die Elfen. Okay. Zurück nach Ilian. Schauen wir mal. Der Witz ins Gewölbe, da waren wir jetzt auch immer noch nicht die ganze Zeit. Ich keine Ahnung, was da eigentlich los ist. So Gefährten treffen. Hey, Avi. Sehen wir uns die Karte an. Geben uns nach. Ja. So viel Auswahl ist ja nicht, ne? Man munkelt schon lange, dass der Schleier und die Legion der Verdammten gemeinsame Sache machen. Was nicht stimmt, ist der Weg, die einzige Straße, die die beiden Völker verbindet. Und der Ort, an dem sich am ehesten die Wahrheit herausfinden lässt. Ja. Der Schleier und die Legion der Verdammten, ne? Hätten wir quasi andersrum spielen müssen. Das ist eher so das Ding. So, vor dir windet sich der grauenvolle Weg von Fleisch und Flamme. Die Aufforderung zum Rückzug, die du abgefangen hast, ergibt direkt Sinn. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viele Gefangene diesen Weg zur Legion gegangen sind und in den Tod. Oder wie viele ihm zurück zum Imperium gefolgt sind, nur um unterwegs zu sterben. Verfluchtes Land, überall vom Tod beschmutzt. Diese kleine Straße ist die einzige Verbindung zwischen der Legion und dem Imperium. Bis jetzt ist sie Fremdlingen verborgen geblieben.
Möge sein heiliges Licht uns durch die bevorstehenden Prüfungen führen. Obwohl es aussieht, als hätte selbst er diesen Ort aufgegeben. Also der Aufruf zum Rückzug scheint von einem Außenposten des Imperiums in der Nähe gekommen zu sein. Ob Sie Bier haben? Ja. Tja, was wissen wir über diesen Ort? Die meisten, die den Weg gegangen sind, sind tot. Aber irgendwas müssen wir doch darüber wissen, was vor uns liegt. Wir wissen, dass der Weg das Imperium mit der Legion verbindet. Aber wozu diese Verbindung überhaupt existiert? Keine Ahnung. Was hat für die Kämpfe hier gesorgt? Wie ich es verstehe, ist dieses Gebiet friedlich gewesen. Etwas muss die Veränderung bewirkt haben. Bestimmt. Aber bis vor kurzem hielten die meisten den Weg von Fleisch und Flamme für einen Mythos. Wir wissen fast nichts. Wie würdest du weitermachen? Ori, falls du einen Plan hast, bin ich ganz Ohr. Ich habe mir gedacht, ich verstecke mich hinter einem Felsen, bis alles vorbei ist, wenn es dir nichts ausmacht. Das ist also Plan B. Hast du einen Plan A? Diesmal nicht. Tut mir leid, Avi. Aber wir gehen da blind rein. Das hört sich doch wunderbar an, ha? Ja, suchen wir den Außenposten des Imperiums. Bleibt dicht beieinander und haltet die Waffen bereit. Nur wenige haben die Prüfungen des Wegs überlebt. Und ich habe vor, dazuzugehören. Es kann nur vorwärts gehen. Okay. Da bin ich mal sehr gespannt. Was es damit hier auf sich hat. Lass mal Holz mitnehmen. Tische Gräber, aber sie riechen seltsam. Teils nach Dornen. Solange sie tot bleiben, schert es mich nicht, was sie sind. Ja, wir müssen unter Umständen tatsächlich nochmal nach Ilian zurück, gleich. Wer ist das denn? Schon kurz nach der Ankunft werdet ihr von einer Gruppe besonders bedrohlich aussehender Legionäre aufgehalten. Das ist Betresensreich. Kein Halbblut darf eintreten. Ich bin mehr Dämon, als ihr das seid. Halt's Maul, Beschwörerin! Ich bin mehr Kind von Betresen, als du es je sein wirst! Dann wird der ewige Gott des Zorns dich sicher mit Freuden auf der Helzeden begrüßen. Vernichtung! Milliarden an Kultisten und Berserkern? Na gut. Wir wissen ja, dass sie schwach sind. Aber es sind eine Menge. Es sind unglaublich viele Leute. So, wollen wir? Ja. Buffen wir uns ein wenig. So, wir können hier schon mal ein wenig, wenigstens mal ewig hier hingehen. Oder da. Ich glaube, wir gehen mal hier hin. Du gehörst. Mal schon mal quasi die ganze erste Reihe hier fast erledigen. Ach, das ist das Level. Wir haben jetzt ein Punkt mehr. Wow. Wut. Wut. Das ist also Level 40, ja? Ah ja, und das war die spontane Explosion. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja, guck mal hier runter. Die stehen alle ein bisschen ungeschickt, ne, aber... Ja. Ich bin deine Person. Schieß mal dahin, das ist realistischer, dass wir die noch irgendwie angreifen können, diese Runde. Der Schmerz ist ein... So, du gehst hier hin und kannst den Eisfall nach oben schießen. Okay. Guck mal hier dazwischen. Ist echt geil, das mit der neuen Rüstung. Stehst schon evil. Dein Fleisch ist. Okay. Ja, mal. So, wir. Genau, mach mal hier mal so da was rein. Ich gepeitsch, du. Ja,
Ach, guck mal, jetzt stehen die hier nebeneinander. Der dunkle Vater steht. Das kommt ja wie gerufen. Oh nein. Ich habe da so eine Befürchtung. Jetzt wird ja ein ziemlich krassen Kettenblitz geben und ich habe ihn dann noch besser gemacht. Erdulde seine Prüfungen. Der hohe Vater ist gekommen. Wir sind Zorn. Das meinte ich. Gehen wir es langsam an. Na, wir werden uns gleich heilen. Die haben eh so gut wie nichts mehr. Die Zwillingsmonde, rot und blau. So, wir machen den kleinen Dämon hier fertig. Kommt jetzt wieder, ne? Nee, tut er nicht. Schaffen wir es mit Evie bis da hinten? Ja, tatsächlich. Hervorragend. Rücke aus. Das Geilste ist theoretisch, dass wir eigentlich jetzt tatsächlich nicht nur... Also wir können auch mal zaubern. Also jetzt macht es ja wirklich Sinn. Ach, bei denen war das so. Stimmt, ja. Die kam ja woanders her. Jetzt mal die Göttlichkeit hier, Baba. Meine Pfeile sind hungrig. Feuer. Die vier Himmel warten. Gut, der ist auch erledigt. Ja, du musst mal warten. Darf nicht zu nah ran. Zielen und schießen. Brennt dein Fleisch. So, ja, mal. Du wirst mir noch dienen. Ganz großartig. Genieß den Schmerz. So, jetzt kann sie hier nochmal von oben den Tod hinabregnen lassen. Das heilige Licht ist unsere Macht. Ich weiß nicht, ob der... das könnte reichen noch. Und deinem Zorn. Nein. Dein Fleisch ist so zart. Und bei ihm wird's auch schwierig. Na, wobei doch. Lautlos. Klingt Sinn. Reicht das, um ihn zu töten? Ja, sehr schön. Damit sind die ersten Verteidiger hier erledigt. Auf dem Weg zum was auch immer. Schafft den Nutent der Festung Schleiß. Okay. Alles klar. Aus allen Abgründen und von jeder Bergspitze hallen die knurrenden Rufe der kriegslüsterner Dämonen wieder. Du spürst, dass ihre Blicke auf dir ruhen und du spürst ihren Durst nach deinem Tod. Hast du das gehört? Offensichtlich. Sie sind überall und wir sind umzingelt. Wenn wir hier bleiben, sind wir so gut wie tot. Ich weiß, wir sind nicht direkt Verbündete der Legion, aber wieso werden wir angegriffen? Weil sie Dämonen sind. Den kommt später, jetzt erst einmal flüchten. Das spielt keine Rolle. Wir müssen uns verstecken, und zwar schnell. Wenn die Karten stimmen, ist gleich auf der anderen Seite des Passes eine alte Festung des Imperiums. Schnell! Leute an der Festung des Schlafs. Na gut. Das machen wir dann wohl erst in der nächsten Folge. Bis dann verabschiede ich mich. Macht es gut. Ciao, ciao. Euer Torrent.